Das Auge ist in der Regel mit dem 26. bis 27. Lebensjahr ausgewachsen. Das heißt, die Werte sind stabil und verändern sich nicht mehr. Ab dem 40. 45. Lebensjahr aufwärts verändert sich allerdings die Nahsicht. Das liegt daran, dass die körpereigene Linse im Laufe des Lebens einen Stoffwechsel hat und Stoffwechselabbauprodukte schalenartig zum Rand hin anbaut. Das heißt, sie verliert an Elastizität und sie verdichtet. Das führt dazu, dass wir in der Regel ab dem 45. Lebensjahr aufwärts immer schlechter im Nahbereich sehen können. Unsere Arme werden länger und länger. Wir brauchen eine Lese- oder eine Gleitsichtbrille. Nimmt dieser Prozess weiter zu, kann die Linse auch an Transparenz verlieren. Das ist eine Erkrankung, die wir als grauen Star bezeichnen. Hier gibt es als einzige Methode der Behandlung eine graue Star-Operation. Das heißt, wir führen einen Linsentausch durch und ersetzen die körpereigene Linse durch eine künstliche Linse.